von Regisseur Quentin Tarantino. Der Vorfall, der sich in der Hochzeitskapelle von Two Pines ereignete und die ganze blutrünstige Geschichte in Gang setzte, ist inzwischen zur Legende geworden. Sie wurde betrogen. Sie zog aus, um Rache zu nehmen. Diese Frau verdient ihre Rache und wir verdienen den Tod. Aber das ist erst die Hälfte des Films. Ich habe verdammt viele Menschen umgebracht. Und wenn ich an meinem Ziel angekommen bin, heißt es Kill Bill. Bevor dieser blutige Rachefeldzug seinen Höhepunkt erreicht, möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Wie wurde die Braut zu einer tödlichen Waffe? Er akzeptiert dich als seine Schülerin. Egal was Haimai sagt, du gehorchst. Wer ist Bill? Bill hat ihn in ins Gesicht geschossen. Und es hat Konsequenzen, wenn man das Herz eines mordenden Mistkerls bricht. Ziemlich cool, hä? Wer steht als nächstes auf ihrer Liste? Sie wird herkommen und dann wird sie dich töten. Sie hat 88 Bodyguards niedergemetzelt, bevor Oren dran war? Nein, das waren nicht wirklich 88. Die nennen sich bloß die Crazy 88. Und warum? Keine Ahnung. Die dachten wohl, es klingt cool. Gibt es irgendetwas, das die Braut stoppen könnte? Stillgestanden, Mami. So. Alles wirkt auf einmal so logisch. Jeder Schritt, den sie machte. Ich war eine Killerin, die für dich getötet hat. Aber es war die richtige Entscheidung und ich habe es für meine Tochter getan. Jeder Feind, den sie tötete. Sie musste leiden bis zu ihrem letzten Atemzug. Führte sie an diesen Punkt. Wir sollten noch eine offene Rechnung begleichen. Baby, das ist kein Scherz.